Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM20. Ja, nachdem die letzte Folge nicht ganz so toll lief mit dem Start in alle Pflichtspielwettbewerbe, die wir jedenfalls national haben, Champions League steht ja noch aus, wollen wir heute ein bisschen besser spielen. Bremen, Bochum und Leverkusen sind unsere Gegner, wobei ich bei Leverkusen nicht weiß, ob wir das auch hinkriegen, das kommt ganz auf den Deadline Day an. Ja, mal gucken, ne? Hatte unter der Woche ein Testspiel gemacht mit meiner U20, also nicht ich, aber ich habe es halt veranlasst, damit die Matchpraxis ein bisschen hochgeht. Das machen wir gleich auch nochmal am Sonntag. Aber jetzt wollen wir erstmal gegen Bremen spielen. Wir haben noch nicht gegen Bremen verloren, allerdings auch nur einen Sieg geholt. Bremen hatte gegen uns drei Unentschieden geholt und wir wollen so aufstellen. Also Jones kommt rein für Dilrosun, der hatte die letzte Partie nicht so gut gespielt, auch im Supercup nicht so toll. Ich glaube, der braucht noch so ein bisschen Eingewöhnungsphase. Ansonsten Eichinger ist wieder auf der Bank dabei. Bei jedem, wo ihr gerade dieses RSV seht, ist halt der Spieler, der im nächsten Testspiel der U20, nämlich morgen, dann spielen wird, weshalb die vielleicht dann gleich nicht so zum Einsatz kommen, aber das ist eigentlich jetzt nicht das, worauf ich achten möchte. Ansonsten Matarso rein für Schnitzer, der heute auf der achten Position reinkommt. Wir nehmen heute keinen Keeper mit, weil ich gerne Goretzka mitnehmen möchte, der jetzt mittlerweile wieder fit ist. Ich würde sagen, wir legen einfach los und gucken, was so läuft bei uns, ne? Ob das gut geht. Schön wäre es ja. Leicht wird es auf jeden Fall nicht. Mal gucken. 4-2-3-1 mit tiefstehenden Außen bei Bremen. Was hat denn Bremen sich eigentlich so geholt? Beim HSV war es nicht wirklich viel. Das waren nur drei Leihspieler, weshalb ich das gar nicht in die letzte Folge mit reingenommen habe. Aber ist Bremen vielleicht interessanter? Das einzige Interessante beim HSV ist halt, dass Wagnermann für 33,5 Millionen zu Dortmund gegangen ist. Das wussten wir aber vor dem Supercup-Spiel schon. Man hat sich Ronaldo Vieira geholt von Milan und Luis Fernando von Gladbach. Romano Schmid, Füllkrug, Sobotka abgegeben für Geld. Erhard für nix. Radetzky hat man sich ablösefrei geholt. Ja, gucken wir mal. Radetzky spielt aber nicht. Gökhan und er ist nicht mal auf der Bank. Alles klar. Vorne Josh Sargent. Wie hat der sich so entwickelt? Solide, würde ich sagen. Gucken wir mal, ne? Ich hoffe, Fabio Silva ist trotzdem besser. Ich erwarte schon Sieg. Ja, doch, eigentlich schon. Auf geht's. Herr Bremen hatte meistens das, ja, gute Ding für die, dass die halt gegen unser 4-3-3 stark waren. Und mit Gökhan Akan auch einen guten Keeper hatten. Bin mal gespannt, wie das heute so läuft. Ich weiß nicht, wie wir uns momentan einschätzen können nach den ersten beiden Spielen. Aber mal schauen, ich habe jetzt vor allem viel Offensive wieder trainiert, weil ich glaube, daran hat es auch gescheitert im letzten Spiel gegen den HSV. Das hat mir nicht ganz so gefallen. Müssen halt wieder ein bisschen effektiver werden. Ne? Das hatten wir jetzt die ersten drei Spiele. Hatten wir die ersten beiden richtigen Spiele nicht. Ich meine, jetzt Pokal 8-1 gewonnen, ja, kannst du schon davon ausgehen, dass das relativ effektiv war. Aber das Ding ist halt, es ist halt Neckarelz und nicht Bremen, Hoffenheim, HSV, sowas halt, ne? So, ein Schuss bisher, sonst nur ein bisschen mehr Ballbesitz als Bremen, sonst passiert gar nichts. Olsen mit der ersten gelben Karte in diesem Spiel. Und jetzt sehen wir endlich mal was. Oh, ich hasse diese Szene so sehr, ne? Das passiert viel zu oft. Erster Schuss von Sargent, zum Glück nur auf Parisios, der mittlerweile ja auch wieder drin ist im Tor nach Olympia. Aber das passiert wirklich viel zu oft, ne, dass der Verteidiger nicht weiß, wo er hin soll. Müsste jetzt ein bisschen energischer rangehen, sonst kann Eggestein den Ball in die Mitte bringen oder Ostrikow. Die Ball. Oh, die Ball ja vor allem. Die Flanke kommt zum Glück nicht so gut. Fitness ist bei Bremen auch nicht so perfekt an einigen Stellen. Bei uns allerdings auch nicht. Nur Olsen Jones mit 80 sind jetzt nicht viel schlimmer oder viel besser als Davies und Martin mit 76 und 78. Das kann mir noch nicht gefallen, gerade nach der Szene eben mit Ibanez nicht, der als einziger, ach, okay, sorry, ist Cuenca, Cuenca ist als einziger nicht motiviert, muss auch nicht sein Kollege. Ja, Bremen ist ein schwieriges Pflaster für uns. Die stehen gut und kompakt, keine Szene von uns gesehen. Bremen hatte jetzt zum Ende hin nochmal zwei Schüsse. Schwierig. Davies mit der ersten gelben Karte bei Bremen und wir mit Grubbes Einwurf. Ja, Flanke könnte kommen. Jones mal wieder auf die Latte. Mendes wäre natürlich eine Idee, jetzt reinzubringen für Olsen, wenn er eh schon gelb hat. Jones, ja, spielt auch nicht so überragend.
Bremen nochmal. Ja, komm schon, komm schon. Ein bisschen mehr rangehen. Dass die vielleicht einen Fehler machen. Goretzka für Matarso wäre vielleicht auch eine Idee. Vielleicht auch Schnitzer. Ja, zwingen Bremen erstmal zum Spiel ganz nach hinten. Aber ja, wir haben halt weiterhin nicht den Ball. Jetzt haben wir ihn. Gut gemacht von Sharp. Jones. Ja, will den Weg nicht nach vorne sehen. Schade. Das kann man sich eigentlich auch sparen, hier mit der Hacke zu spielen, wenn man vorher so einen krassen Fehler gemacht hat. So, das war jetzt aber ganz gut gelöst. Was macht Matarso? Nimmt Curtis Jones mit, der müsste Sharp mitnehmen. Macht er auch. Kommt die Flanke. Die kommt. Fabio Silva. Leider auch wieder drüber. Ähnlich wie der Kopfball gerade von Jones. Aus der ähnlichen Situation. Leider auch auf die Latte. Daichi Kamada kommt rein für Malonoka. Und Loronia bekommt die gelbe Karte. Mangala hat auch die gelbe Karte eben noch gesehen. Ich werde wechseln. Ich werde Mendes reinbringen. Und Goretzka. Ich habe bei Goretzka irgendwie ein gutes Gefühl. Ich glaube, der kann uns das Spiel gewinnen. Pass mal auf, und jetzt macht er den entscheidenden Fehler. Und das wäre auch so typisch. Aber ja, offensiv ist noch nicht so gut, ne? Ich bin froh, dass Neptün jetzt zurück ist. Also der wird wohl, wenn Fabio Silva jetzt nicht noch das Siegtor machen sollte, im nächsten Spiel spielen. Oh, Jungs, das ist nicht gut. Bitte, bitte, macht doch mal was. Wir gehen bei Mendes auf Angreifen und Dilrosun kommt rein. Wir gehen nochmal kurz auf Offensiv. 13 zu 4 Schüsse, 5 zu 1 aufs Tor, aber kein einziges Tor. Oh Mann, schon wieder. 0 zu 0. Wieder kein Tor geschafft gegen Bremen. Ah Jungs, das ist peinlich. Olsen 4 bis 7 Tage kaputt. Das geht so nicht halt, ne? 0 zu 0 zweimal zum Liga-Auftakt. Geht wirklich nicht. Ich meine, wir haben ja auch die Chancen, nur die sind halt qualitativ anscheinend echt schlecht. Weil selbst die beiden Kopfbälle, die wir gesehen haben, die waren ja echt nicht gut. So, im nächsten Spiel kommt auf jeden Fall Neptün rein. Wohl auch wieder Dilrosun. Und wohl auch Schnitzer. Bei Olsen müssen wir mal gucken. Mendes ist, glaube ich, schon bereit für die erste Liga, aber ich würde da gerne noch ein bisschen warten. Und auf Neptün, ja, müssen wir dann halt hoffen, dass er sofort bereit ist. Bielefeld hat Tore Grosser geholt und Hannover möchte Uphoff haben. Und Hertha hat sich Bliese gegönnt. Wir werden natürlich auf unsere Ex-Spieler-Shortliste mal schauen, sobald der Deadline-Day am 2. September um ist. Das hier ist ein bisschen uninteressant. Wer war da von Paris? Kone, ja gut, den wollen sie nicht verkaufen. Stuttgart gewonnen, Bayern gewonnen. Dortmund Tabellenführer. Und Hudson-Odoi ist gewechselt zu Arsenal für 93 Millionen. Benacer zu Man City für 65 Millionen. Cuisance zu United für 63 Millionen. Hat Cuisance so viel gespielt bei? Achso, Napoli, sorry, never mind. Ja, bei Bayern in 5 Jahren nur 40 Spiele und dann in einem Jahr 33 Spiele bei Napoli. Hat sich anscheinend sehr schnell gesteigert, auch in Sachen Marktwert. So, jetzt gegen Bochum möchte ich dann aber sofort einen Sieg sehen, also ohne Wenn und Aber bitte. Alles andere wäre ja super enttäuschend. Düsseldorf möchte Dinkelbach haben. Nee. Das sieht jetzt nicht so krass aus. Also für die Headline von wegen Brekalo zeigt, was er kann, hat Düsseldorf allerdings verloren. Auch wenn er Man of the Match wurde. Finch hatte eine Vorlage geholt, das ist nice. Und Medeiros hat ein Tor gemacht. Aber das ist ja wurscht. Medeiros ist ja effektiv eigentlich schon weg. Und Henriksen hat auch ein Tor gemacht. Immerhin. Werden wir ein bisschen mehr drauf achten müssen dieses Jahr, ne? Gerade weil wir auch Spieler haben, die wir auch wieder zurückhaben möchten. Eventuell, je nachdem, wie gut sie spielen, ne? Bin auch gespannt, wie Matarso sich noch so zeigen wird, weil seine Leihe bei Mainz war ja wirklich sehr erfolgreich.
Jetzt die ersten Spiele haben mich noch nicht so überzeugt, aber kann ja alles noch werden. Hat aber auch gute Konkurrenz, ne? Schnitzer, seine Werte sind ja richtig schlecht, die von Schnitzer, aber er spielt halt trotzdem immer gut für uns, was eigentlich ganz gut ist. Ich hatte auch ein paar Kommentare jetzt gelesen zuletzt von der Folge, wo wir den so ungefähr 30. Spieltag hatten. Also ist schon wieder ein bisschen her und passend zu den News auch. Ich muss auch sagen, ich bin dann doch ganz glücklich darüber, dass wir nicht nach mehr Transferbudget angefragt haben, weil wir brauchten es ja nicht zum Glück. Also es war weiterhin eine doofe Idee, dass ich dort nicht vor die Verpflichtungen festgemacht habe, weil ich einfach zu konzentriert war auf die Liga und auf die Conference League. Aber immerhin hat es auch geklappt, ne? Wobei dann nächstes Jahr möchte ich schon bitte mehr Geld haben. So, wir haben die Champions League Auslosung. Wir sind leider wirklich in Top 4 mit einem 24.000er Koeffizienten. Ist es eigentlich wirklich 1000 oder ist es eine eigentlich Kommastelle? Ich weiß es nicht. Also wir kriegen eine richtig schwierige Gruppe so oder so. Schlimmste Gruppe wäre natürlich, ja, Paris wahrscheinlich. Dann City. Und dann Inter und dann wir. Mal gucken, ne, was so bei rauskommen wird. Das sind die Gruppenköpfe. Also von denen wäre wohl nur Feyenoord am besten für uns, also Gruppe F. Gruppe G geht ja überhaupt nicht mehr und Gruppe E auch nicht. Wir gucken. Napoli zu Arsenal, Bayern, oh, Bayern zu Barca. Aber immerhin können wir dann nicht mehr in die Gruppe rein. Paris und Atletico, Juve und Real Madrid. United geht zu Dortmund, Benfica geht zu Feyenoord, also Gruppe F macht's, wäre sehr nice. City geht zu Leipzig, das heißt, die gehen nicht zu uns. Liverpool zu Lyon. PSV ist in Gruppe A, Lille in Gruppe B. Celtic muss in Gruppe C ran. D hat Mainz 05, also die Gruppe ist dann auch für uns weg. Gruppe E hat Ajax, Gruppe F hat Valencia. Boah. Gruppe G Lazio und Gruppe H hat Inter. Also möglich wären noch A, C, F und H. Wobei F natürlich weiterhin am besten für uns wäre, weil Feyenoord und Benfica, die sind nicht so weit entfernt. Also ich glaube wirklich, fast jeder Verein hier ist bisher ist von uns entfernt. Vielleicht Mainz nicht. Aber warum ist Mainz überhaupt eigentlich so hoch eingestuft? Warum sind die überhaupt drin? Ich meine, gut, die haben eine starke Saison gespielt auf 4. Haben die vorher so krass gepusht? Oder was? In der Euroleague oder wo auch immer? Euroleague? Jo. Ach, die waren im Finale in der Euroleague. Haben wir gar nicht geguckt, oder? Hups. Ach, die waren ja im Finale der Euroleague gegen Leipzig und Leipzig hat 3-1 gewonnen. Das habe ich hier komplett verplant. Wir hatten die Champions League nochmal gewonnen. Liverpool gegen. Gegen. Es war gegen Arsenal. Es war nicht gegen Arsenal, es war gegen City. Dankeschön. Ich dachte, es war Arsenal, sorry. Nee, es war gegen City. 1-0 nur. Okay, wir machen aber weiter. Also, es wird nicht Gruppe A. Gruppe B kann es auch nicht werden. Wird es Gruppe C mit Paris, Atletico und Celtic? Nein. Wird es Gruppe. Nee, Gruppe D kann es nicht sein. Gruppe E kann es auch nicht sein. Jetzt wäre es schön, wenn wir da reinkommen würden. Feyenoord, Benfica, Valencia und. Ah, Dynamo Zagreb. Ja, dann bleibt nur noch Gruppe H. Liverpool, Lyon und Inter. Also, wir müssen gegen den Champions League-Sieger ran. Dann gegen Inter, die einen saustarken Kader haben. Und dann gegen Lyon, die wahrscheinlich immer noch Platz 2 hinter Paris haben in Frankreich. Oh. Ja, da wird schon richtig schwer, überhaupt in die Euroleague zu kommen. Wobei, geht man jetzt eigentlich in die Conference League irgendwie runter dann? Zeig mal kurz her, Gruppenphase.
Lalala, sieht nicht so aus, aber hier steht allerdings auch nichts von der Europa League. Gehen jetzt überhaupt noch? Ja, doch, ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir hatten das gesehen mit irgendwie. Ne, wir hatten das sogar mit der Conference League gesehen. Würden wir als Gruppenvierter noch irgendwo reinkommen? Ich denke aber leider nicht. Wir gucken einfach mal so, wie es klug ist. Ne? Wir gucken einfach im letzten Jahr. Also letztes Jahr ist Saloniki beispielsweise auf Platz 4 gelandet und die haben dann nichts mehr gespielt. Alles klar. Also Platz 4 ist immer noch komplett raus. Und ich glaube, Platz 3 ist weiterhin Euroleague dann. Also schön ist wirklich komplett anders. So ein Mist. Aber gut, müssen wir mit klarkommen. Ich meine, wir wollten ja unbedingt Champions League haben und in der Champions League spielen halt immer wirklich sehr, sehr gute Vereine. Und wenn man halt einen schlechten Koeffizienten hat, dann landet man halt leider genau in dieser Gruppe. Dass man dann halt nicht das Glück hat und in dieser einen Gruppe mit Benfica, Valencia und Feyenoord landet, sondern halt wirklich in der heftigen Gruppe ist natürlich dann Pech, aber ist jetzt auch nicht so, als ob das was Neues für uns wäre. Dass wir ab und zu echt mal Lospech haben. Gleicht sich vielleicht wieder aus. So, ich möchte jetzt aber Bochum bitte besiegen. Wow, City möchte Samardzic sofort wieder verleihen. Haben einige nominiert wieder für die Länderspiele, aber meistens weiterhin nur für die U-Mannschaften. Und Köln gegen Düsseldorf eröffnet den Spieltag. Und Köln gewinnt 3 zu 1. Patrick Roberts mit einem Doppelpack. Lyko Gianes ist mal wieder schlecht trainiert. Generell eine sehr schlechte Trainingswoche. 7,7 nur. Mendes bekommt aber ein Lob, weil er gut trainiert hat. Und Neptün ebenso. Der wird jetzt auch gleich spielen. Wie hat eigentlich unsere U20 gespielt? Die haben 7-0 gewonnen. Neptün ein Tor. Mendes mit 3 Toren. Bicky Rudo-Sardella und Gargovic haben auch getroffen. Sehr nice. Nur noch Goretzka und Aichinger Neptün, die, ach guck mal, Aichinger möchte ich auch gleich sehen, die nicht ganz so große Matchpraxis haben, aber das kriegen wir noch hin. Vielleicht jetzt auch gleich in der Länderspielpause, die ich dann wieder zu einem Cut machen werde, weil da wird nichts passieren nach dem Deadline Day. Müsste dann gleich noch die Kaderregistrierung machen, dann ist alles easy. Ich hoffe, die wird kein Problem für uns werden, weil wir schon relativ viele nicht-einheimische Spieler haben, ne? Ich glaube, das sollte schon klappen. Wir werden es ja gleich sehen. So, wir also gegen Bochum, die bisher eine Unentschieden gegen Stuttgart geholt haben und eine Niederlage gegen Gladbach. Da gab es sogar eine rote Karte für Dominik Heinz. Ist vielleicht gut für uns, aber schwierig zu sagen. Paciencia hat man und Jastrzemski. Hat man sich irgendwas geholt? Ah, ja gut. Christian Ernst natürlich von uns. Paciencia für 1,2 Millionen. Ribeiro von Hoffenheim. Und Heinz, ja gut. Janicic hat man abgegeben. Ja, 3 Siege, eine Niederlage gegen Bochum. Wir sind Favorit. Heinz gesperrt, bei uns alle fit. Christoph Dabrowski ist der Trainer. Und die Aufstellung, boah, würde ich sagen, passt so, oder? Ich bin mir eigentlich nur bei zwei Positionen nicht ganz so sicher. Das wäre Schnitzer und Grubbe. Aber komm, ich mach so. Ich meine, es ist Bochum, ja. Wir werden ja wohl Bochum besiegen als Tabellenzweiter letztes Jahr und halt Conference League-Sieger, oder? Oh, 4-4-2 ist aber echt fies. Kommt schon, Jungs. Für die Fans wollen sie natürlich wieder nicht, ne? Irgendwie sind die Spieler dieses Jahr nie motiviert, wenn man sagt, für die Fans und so weiter. Aber gut, also 4-4-2, Akpoguma und Ribeiro sind die Innenverteidiger. Jastrzemski spielt. Gucken wir mal. Bitte macht mir keine Schande hier, Jungs, ne? Einfach pushen. Aber 4-4-2 ist halt ein gutes System eigentlich gegen dieses 4-3-3 von uns. Aber der Rosun macht es hier gut, kann nach vorne gehen. Läuft und läuft. Ja, müsste den Ball jetzt langsam mal abspielen. Na, könnte was werden. Und wir haben schon wieder Pech mit Aluminium. Oh, ich glaube, der Kopfball kam von Olsen. Schade.
Wäre natürlich schön, gleich mit der ersten Szene das erste Tor zu machen, aber naja, war aber gut durchgesetzt von Dilrosun, muss man sagen. Auch da, wie er sich dann am 16er Rand durchgesetzt hat, nicht nur auf den Außen selbst. Ach, guck mal, Martinelli spielt jetzt bei Wolfsburg. Aber auch nur geliehen. Bin ich mal gespannt, ne, wie der dann so abgehen wird, weil das war eine unglaubliche Saison letztes Jahr bei Dortmund. Also Wolfsburg damit wahrscheinlich ein größerer Favorit dieses Jahr auf einem guten Tabellenplatz. Ich würde nicht unbedingt sagen auf die Meisterschaft, aber auf einen sehr guten Platz wahrscheinlich. Ich würde super gerne wissen, ob Dortmund es wenigstens probiert hat, ihn zu holen, ne? Oh, ist schon wieder echt schlecht, was wir machen. Kommt schon, jetzt mach doch mal bitte ein Tor. Weil wir sehen ja kaum Szenen von uns. Also wirklich aktiv sind wir ja nicht. So, Schaap, guter Ball auf Schnitzer, dankeschön. 1:0 und das war dann doch die richtige Entscheidung, Schnitzer drin zu behalten. Denn er macht das Führungstor und gute Vorlage von Damien Schaap, sehr nice, 1:0. Hat sich irgendwie gar nicht so abgezeichnet zuerst, ne, weil es war so eine ruhige Szene irgendwie. Keiner ist irgendwie richtig gelaufen, nur Schaap hatte halt das Auge für Schnitzer, der unfassbar viel Platz hatte. Weil dort Frödel nicht richtig mit ist. Und dann halt eine riesen Lücke zwischen Ribeiro und Akpoguma war. Ja, Dilrosun hat sich heute nicht als sehr zuverlässig erwiesen. Schon wieder, ne? Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass wir diese News sehen. Aber lass mal noch. Ah, schon wieder ein scheiß Aluminium. Das zweite Mal in diesem Spiel. Gab auch die erste gelbe Karte relativ spät für Eleftherio. Könnte man eigentlich hingehen. Cuenca nochmal abgespielt auf Dilrosun, aber der wird gut abgegritscht von Paciencia. Mit dem 1:0 geht es dann auch in die Pause. Bin aber nicht zufrieden, Jungs. Da geht deutlich, deutlich mehr. Dieses Mal ist es Damien Schaap, der nicht motiviert ist. Mit seiner einen Vorlage kann er das aber auch ruhig nicht sein. Denn er pusht ja. So ähnlich wie eben der Einwurf. Kommt aber nicht so gut. Schaap kriegt ihn aber zurück. Thomas und Swinnen. Oben wäre wieder viel, viel Platz für Damien Schaap. Kriegt er den? Ja, aber auch leider nur so, dass er den Mitspieler anspielt und nicht nach vorne gehen kann. Neptün. Oh, schöner Ball, Dilrosun. Oh, Mann. Ein schlechter Abschluss leider. Das ist dann gar kein Problem für Grave. Oh, Dilrosun, gelb und wieder eine schlechte Note. Ja, zwei Szenen, aber beide Szenen waren nicht so extrem schlecht. Gut, der Abschluss hätte besser sein müssen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich werde Mendes reinbringen für Olsen. Fitness sieht nicht so gut aus. Dilrosun lasse ich, glaube ich, bis zum Ende durchspielen, wenn er keine gelb-rote Karte bekommt. Möchte ihm das Vertrauen geben. Wäre aber auch ganz schön, wenn wir mal das 2:0 machen würden, bevor ne, Bochum irgendwie was machen kann. War gut gemacht von Swinnen. So, Grubbe. Langer Ball nach vorne auf Neptün. Ah, schwierig. Flanke sieht okay aus, aber da macht er da auch gar keiner in der Mitte mit. Schöner Ball von Schnitzer auf Mendes. Oh, die Ballannahme war grausam schlecht. Jungs, aufpassen bitte. Paciencia mit einem langen Ball. Hartmann alleine vor Parisius. Und der hat zum Glück die Reaktion und kann den Ball zu Schaap abblocken. Aber Jungs, ne? Ihr versucht gerade schon wieder ein bisschen zu betteln, ne? Also einfach das 2:0 machen und alles ist gut. Jetzt zum Beispiel. Sieht gut aus, der Ball! Yes! Und dann ist es Mendes mit seinem ersten Tor. Für uns in der Liga wohlgemerkt. Im Pokal hat er ja schon getroffen. Sehr nice. Freut mich. Und katapultiert sich damit auch in die Startelf im nächsten Spiel wahrscheinlich. Aber wichtig auch jetzt endlich das 2:0 zu machen. Ich glaube, hätten wir jetzt noch länger gewartet mit dem 2:0, hätten wir wahrscheinlich noch das 1:1 kassiert. So, Goretzka kommt rein für Schnitzer. Gutes Spiel von ihm, hat das Führungstor gemacht. Jetzt gucken wir mal, was Leon Goretzka noch so drauf hat. Ja, da kommen schon zu nicht so gemächlich, ne? Ja, das war zu gemächlich. Gut, dass er den Ball noch bekommt, aber echt nicht, ne? Da muss er halt sofort hinsprinten, wenn er halt auch den Gegner sieht.
Ich meine, am Ende ist es gut gegangen, alles schön, alles gut, aber muss nicht sein. Ah, der Rosun schafft er. Darüber reden wir jetzt nicht, ne? Also der ist noch ein bisschen sehr übermütig. Da muss noch viel, viel mehr kommen von Dilrosun für die Summe, die wir ausgegeben haben. Aber gut, die ersten Spiele letztes Jahr von Parisius, die waren auch richtig, richtig schlecht. Ne? Und dann hat er uns am Ende so wichtige Punkte mal festgehalten. Also nicht zu früh urteilen. Es gibt halt Spieler, die sich wirklich sehr gut und sehr schnell eingewöhnen. Da gibt es einige, die echt. Oh Mann, ey, ich hasse diese Szene. Die echt ein bisschen brauchen. Wanner darf einfach durchrennen. Parisius ist zum Glück da. Aber warum passiert das schon wieder so oft, dass ein Spieler von uns einfach stehen bleibt und den Ball verliert? Ey Jungs, ihr wart halt letztes Jahr so gut, dass es kaum passiert und jetzt ist es schon 3, 4 Mal in dieser Saison passiert. Und immer unterschiedliche Spieler leider. Also es ist ein Problem, was sich schon wieder ein bisschen durchzieht. Oh, da geht man gerade zu dritt drauf, aber keiner geht entscheidend hin, schade. Ein paar Sekündchen nur noch, geht der Ball nochmal in die Mitte? Nein, geht er nicht, dann werden wir dieses Spiel 2 zu 0 gewinnen. Und dann ist dann auch alles okay. Also Bochum hatte zwei richtig, richtig gute Chancen, aber ja, ich glaube, der Sieg geht schon in Ordnung, aber wir müssen dran arbeiten, ne? Weil souverän ist wirklich anders. Ich sag aber trotzdem, dass es okay war. Also Dilrosun muss sich steigern. Ganz klar, wir müssen ganz doll aufpassen, dass wir diese dummen Bälle da nicht mehr für den Gegner vorlegen, wo wir einfach stehen bleiben und dann kommt der Gegner da einfach angehuscht und ja, wir sagen, ja, hier ist Ball, ne? Nimm mal bitte mit. Bitte nicht, ne? Wirklich, das stört extrem. Wir haben momentan ein kleines Problem im Sturm, ne? Neptün nicht getroffen, Fabio Silva in allen richtigen Spielen nicht getroffen, im Pokal halt schon. Mendes wird im nächsten Spiel reinkommen für Olsen. So viel schon mal dazu, wenn er natürlich jetzt fit bleibt. Aber ein bisschen Sorgen macht mir das schon. Wow, HSV hat gewonnen gegen Bayern, alles klar. Sachen, die nie wieder passieren werden, für 100 bitte. So, mal gucken, was gibt's denn noch so am Deadline Day? Also, wir wollen nichts mehr verkaufen. Brekalo haben wir abgegeben. Wir wollen wohl nichts mehr selbst kaufen, außer es noch irgendwo ein richtiger Schnapper zu sehen. Aber ich denke eher nicht. Aber wir gucken mal. Ist ja noch ein bisschen hin. Am Morgen sind dann auch die ersten wieder auf Länderspielreise. Hoffentlich verletzt sich dort keiner und dann werde ich wohl so gegen Freitag oder Sonntag ein Testspiel machen mit denen, die nicht die höchste Spielpraxis momentan haben. Damit die auch wieder komplett fit sind und dann ist alles tutti für das nächste Spiel gegen Leverkusen dann, die auch nicht so gut in die Saison gestartet sind. 1 zu 1 bei Mainz gegen Leipzig. Sprich, da sollten wir dann auch wieder Punkte holen. Weil jetzt gegen Bremen und den HSV, boah, hätte man schon mal ein bisschen mehr holen können, ne? So, Horst Deitert möchte wechseln. Warum denn? Denkst du, du bist so gut oder was? Ich kann dir sagen, du bist nicht so gut. Ich lehne es trotzdem ab. Und beim Deadline Day machen wir natürlich nicht mit auf die ganzen E-Mails, habe ich echt keinen Bock. Hat auch noch keiner ein Angebot gemacht für die Spieler, die auf unserer Shortlist sind. Oh, Opoff geht zu Hannover. Mal schauen, wie er sich da so machen wird. Angebote für Tahiri, für Ralf Müller-Wiesen, für Eichinger 9,25, für Deitert und Grechik sowie Kozlowski, der auf unserer Shortlist ist, aber das ist viel zu viel. Und Chiarello, da könnte man gleich mal gucken, wobei das auch schon etwas viel ist. Und auf der Position sind wir momentan eigentlich erstmal besetzt, weshalb es auch schwierig ist. Und Eugenio hat Rot bekommen. Super. Oh Gott, ey. Kozlowski scheint beliebt zu sein. Das Ding ist aber, es ist zu viel Geld für uns.
Donny Malen wechselt zu Monaco für 47 Millionen und Uster wechselt zu Leverkusen für 36 Millionen. Auf den werden wir dann wohl sofort treffen im nächsten Spiel. Auch Milan möchte Chiarello haben, allerdings ist Udinese schneller gewesen und Chiarello wechselt zu ihm jeden Verein. Das ist auch echt teuer. Aber man könnte sich das vielleicht überlegen, weil der Spieler sieht schon echt sehr gut aus, 18 Jahre alt. Der Murat Akdemir. Wirklich sehr, sehr gut. Oh. Aber 10 bis 18 Millionen, boah, ich weiß nicht, ich glaube, das kann ich mir wirklich jetzt aktuell nicht leisten. Also müsste ich so viel mit den Klauseln spielen. Und im Kader habe ich auch nicht wirklich gerade Platz für ihn. Nee, Ralf Müller-Wiesen ist ja auch noch da. Nee, nee. Was ich halt machen würde, wäre wahrscheinlich auf jeden Fall ein Rechtsverteidiger. Oder generell, nee, doch Rechtsverteidiger, ein Innenverteidiger wohl auch nicht, Linksverteidiger auch nicht. Also es müsste schon wirklich passen für die Zukunft, dass der Spieler dann auch nicht komplett irgendwie hinten dran bleibt und Akdemir ist jetzt auch schon bei Hertha. 10 Millionen bietet Leverkusen für Aichinger. Nicht schlecht. Hannover möchte Lyko Giannis haben, aber Kaderplanung ist halt wirklich abgeschlossen. Auch Grubbe wird nicht gehen für 7,2 Millionen. Tut mir leid, HSV. Hellas Verona braucht auch gar nicht erst fragen. Lyko Giannis wird nicht zu denen verliehen. Heidenheim möchte Dennis Schuster haben. Das ist ein Innenverteidiger von uns, der mit dem letzten Intake kam. Aber nur 85.000 ist deutlich, deutlich, deutlich zu wenig. Ich meine, ihr habt ja gesehen, für was wir Szymański abgegeben haben. Das war meilenweit über seinem eigentlichen Wert. Oh, 11 bis 14 Tage fällt Cuenca aus. Ich spritze ihn mal fit und ich hoffe, dass es dann nach dem... ja, und er mag das nicht, toll. Ich wollte sagen, ich spritze ihn mal fit, damit er dann so oder so gegen Leverkusen fit ist. Und danach wird es dann wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern. Aber ja, Cuenca möchte das nicht, dass man ihm schmerzstillende Mittel spritzt. Kann ich verstehen. Und sorry, Brody, kommt nicht mehr vor. Also merken wir uns, Cuenca möchte das nicht. Also wird er dann höchstwahrscheinlich ausfallen im nächsten Spiel. Wow, jetzt ein 12,2 Millionen Angebot für Aichinger. Und HSV erhöht auf 8,5 für Grubbe. Heidenheim erhöht auf 235.000 für Dennis Schuster. Würden aber 1,2 nicht annehmen. 11 Millionen von Freiburg für Aichinger und auch Taheri, Greschik und Müller-Wiesen bekommen Angebote. Aichinger würde ich höchstwahrscheinlich nur abgeben für so, ja, ab 40 plus. Also das ist noch wirklich ein sehr weiter Weg. Wobei Leverkusen kommt und kommt, 15 Millionen jetzt. 13,5 von Freiburg, HSV 9,5 bei Grubbe und Heidenheim 300.000 bei Schuster. Aber eine Million wollen sie auch nicht geben. Aber so wichtig ist der Spieler, ist Schuster den anscheinend nicht. Ist auch maßlos überteuert natürlich, aber Szymański war auch maßlos überteuert und das haben wir so hinbekommen. Und jetzt ist die Transferfrist eh vorbei. Also die meisten Ausgaben hatte Bayern, Augsburg hat die meisten Spieler geholt, Moussa Dembélé ist von Bayern weg zu Juve, dafür hat man sich Guiri geholt. Spricht man den eigentlich Guiri aus? Ich kenne ihn ja schon Ewigkeiten, aber ich habe den glaube ich noch nie ausgesprochen gehört. Müsste ich gucke gleich mal nach. Und Rezic für 55 Millionen zu Schalke, 19-Jähriger. Wow, Schalke, da habt ihr aber auch nicht zugelangt. So, jetzt kommt noch die Kaderregistrierung, dann machen wir einen kleinen Cut und dann sehen wir uns zum nächsten Spiel wieder. Freiburg möchte weiterhin Aichinger haben, aber er ist Jungs, ist eigentlich zu spät, ne? Auch hier nochmal Schuster. Aber wie gesagt, ich würde schon gerne auf eine Million gehen, weil er könnte vielleicht was werden, vielleicht auch nicht, ne? Keiner weiß es. Jetzt möchte Heinheim König haben. Unseren Rechtsaußen. Da bieten sie aber auch nur 100.000. Also, vergessen wir. Heidenheim möchte jetzt Friedrich haben. Klicken die sich gerade durch unseren kompletten Kader oder was ist da los? Chillt mal ab, Heidenheim, ey. Sorgt lieber mal dafür, dass ihr in echt am HSV vorbeikommt. Wobei mittlerweile ist das, glaube ich, schon längst um, ne? Ich hoffe, es ist passiert. Ich habe keinen Bock auf Relegation. So, hier ist alles richtig. Kurz mal in die erste und zweite gucken.
Ja, gut, ich glaube, wir müssten noch ein bisschen registrieren. Da wir eh maximal 99 Spieler haben können, werden wir die hier natürlich alle registrieren. So, sind alle und dann können wir das abschicken. Interessanter wird es jetzt mit der Champions League. Dann gucken wir mal. Also, das ist unser Stammkader. Maximal 25 Spieler. Spieler unter 21 müssen halt nicht registriert werden, wo dann unter anderem Schnitzer oder Parisius zuzählen. Dankeschön für das Wort. Denke, müssen wir. Gruppe auch. Ach, guck mal, Gruppe ist sogar Homegrown. Super nice. Mal gucken, wie es am Ende so aussieht. Das war halt auch einer der Gründe, warum ich dann zum Beispiel Hübner geholt habe. Damit er jetzt hier dazu zählt. So, wir müssen noch Mendes, Neptün und Fabio Silva. Fabio Silva ist auch Homegrown und dann sieht das echt gut aus. Also wir haben zwar nicht mindestens vier Spieler, die zwischen ihrem 15. und 21. Geburtstag 3 Jahre bei uns waren. Dafür haben wir aber auch drei Plätze frei. Also wir dürften noch zwei registrieren. Und dann passt das eigentlich. Wen nehmen wir noch aus der U19 mit? Brauchen wir gar keinen, ne? Weil die alle eh noch. Ach, Gargovic, okay. Gut, Gargovic müssen wir, weil der halt nicht aus unserer U21 kommt. Der Rest wäre wohl easy nominierbar, weil halt U21. Gut, das passt. Perfekt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir wirklich komplett problemlos hier durchgehen. Nochmal kurz zur Sicherheit gucken. U21, U21 und U21. Das passt. Sehr nice. Gut, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Cut und sehen uns zum Leverkusen-Spiel wieder. So, da sind wir auch schon wieder, wobei das gerade echt ganz schön lange gedauert hat für mich. Ich würde sagen, das mit der Ex-Spieler-Shortlist, das schraube ich mir mal auf fürs nächste Mal, sonst wird das hier ein bisschen zu lange. Ich mach mal kurz. So. Ansonsten, jetzt geht's gegen Leverkusen. Es ist nicht so wirklich viel passiert. Ich habe noch ein bisschen meine Jugend-Shortlist gescoutet, damit die auch mal wieder ansatzweise aktuell ist, aber da muss noch ein bisschen gescoutet werden, also ist noch nicht wirklich aktuell. Cuenca könnte sogar, immerhin. Und ich würde sagen, wir legen dann los, ne? Ich habe wirklich so ein Testspiel gemacht, damit die Jungs wieder fitter sind. Bei ein paar ist das noch nicht ganz so perfekt, ne? Goretzka, Sardella und Ibanez müssten noch ein bisschen, aber ich glaube, es wird langen. Und ja, Kraft hat sich leider verletzt. 7 Tage bis 2 Wochen, aber Parisius macht das schon, hoffentlich. Ja. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist eigentlich Neptün oder Fabio Silva vorne. Und ich glaube, ich gehe nochmal auf Fabio Silva. Sonst bitte gut spielen gegen Leverkusen. Leverkusen kann ich nicht so ganz einschätzen, muss ich sagen. Weil die haben anscheinend wirklich einen schlechten Start gehabt. Haben sie jetzt allerdings halt Uster geholt. Nochmal für richtig dick Asche. Hat jetzt einen Marktwert von 69 Millionen. Hat richtig gute Werte. 19 Jahre alt halt, ne? 36 Millionen hat Augsburg bekommen. Leverkusen generell wieder mit einigen New Gens, die man in der Startelf hat. Hat sich Trapp geholt, Maxi Arnold, Joaquim und dann halt Uster. Abgegeben hat man aber auch richtig, richtig viel mit Gomez, Diaby, Freud Osimhen, Demirbay auch noch. Also ist schon ordentlich, was die da ausgetauscht haben. Und es sind halt auch. Wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5 Regens in der ersten Mannschaft. Bei uns sind es halt 4. Naja, auch 5, okay. Ja, wobei wir haben aber auch einen sehr jungen Kader, ne? Also generell habe ich im FM immer wirklich einen sehr, sehr, sehr jungen Kader mit vielen Regens relativ früh. Einfach nur, weil die halt meistens am billigsten sind. Aber naja, mal gucken, wie sich das so auswirken wird, ne? Das ist schon mal ein richtig, richtig, richtig guter Ball auf allem, aber der Winkel ist fies und dann macht er den vorbei. Schade. Gute, gute Idee. Schöner Angriff gleich ganz früh. Aber hat leider nichts gebracht. Ich starte hier übrigens auch erstmal im 4-3-3, weil ich denke, dass wir dort erstmal eine gute Chance haben. Ich hoffe nur, dass mich die Szene jetzt hier nicht Lügen straft. Das war gut von Dilrosun zweimal. Oh, Fabio Silva kommt wieder vorbei. Ist wieder alleine vor dem Keeper. Fabio Silva, macht er denn diesmal? Nein, macht er schon wieder nicht. Ach, diese 1 gegen 1 Situation. So, so ärgerlich, ne? Wir müssten halt schon 2-0 führen eigentlich. Mit den riesigen Chancen, die wir haben. Oder halt mindestens einen.
Ein Tor. Aber zwei dieser dicken Dinger nicht zu machen, puh, tut weh. Ah, ein bisschen Platz für Stenzel auf der rechten Bayer-Seite, wobei Schnitzer das richtig stark macht. Nimmt erstmal den Weg über Sharp. Dilrosun wäre kurz gestartet, ist jetzt aber leider stehen geblieben. Schöner Ball, super schöner Ball, Dilrosun! Yes! Dann macht er es doch. Geiler Ball von Thomas. Richtig, richtig schön. Und Dilrosun, da ist ein richtig wichtiges Tor für ihn. Zwar ist es das zweite, weil er halt im Pokal getroffen hat. Aber ich glaube, das könnte ihn nochmal ein bisschen beflügeln. Aber was für ein genialer Pass von Thomas. Und guter Abschluss dann von Dilrosun. Sehr nice. Wie gesagt, ne? Lassen wir den Dilrosun mal kurz machen. Und dann gucken wir mal, was dann am Ende bei rauskommt. Waldemar Anton mit der ersten gelben Karte im Spiel für Leverkusen. Ich möchte mal kurz gucken. Anton hat Nervenstärke 15 bis 17. Okay, da macht es keinen Sinn, da ein bisschen Pressing oder so drauf zu ziehen oder hartes Tackling. Ah, Fabio Silva! Sehr schön, 2 zu 0. Und Dilrosun mit der Vorlage per Ecke. Da sieh mal einer an. Sehr schön. Ecke kommt schön und gut und schön lang und dann sieht Stando nicht gut aus gegen Fabio Silva, der das Kopfballduell gewinnt und den Ball dann ultimativ auch reinmacht. Und wir führen 2-0 und alles sieht schön aus. Auch Bark bekommt eine gelbe Karte. Beide Innenverteidiger von Leverkusen damit jetzt schon gelb vorbelastet. Und Bark hat nur 9 Nervenstärke, also würde ich sagen, ärgern wir den mal ein bisschen. Machen wir beide mal. Komm, pressen wir die mal ordentlich. Vielleicht klappt das. Was macht Leverkusen? Ich denke, die haben noch genug Potenzial, hier mindestens ein Tor zu machen. Dilrosun macht das wieder stark. Eieiei, der Pass war ein bisschen sehr schwammig hinten raus. Kommt aber nach vorne. Weg zum Tor ist lang von Fabio Silva. Kommt hier vorbei, wird nicht schießen. Oh, war das ein schöner Ball. Och, Mann. War das schon wieder ein schöner Ball? Oh, ein Eckball von Leverkusen an die Latte. Zweimal Alupech, einmal für uns, einmal für Leverkusen. Eieiei, hier geht's aber schon wieder ab. Cuenca mit Gelb bei uns. Muss ein bisschen vorsichtig sein, ne? Oh, auch jetzt Stenzel mit Gelb bei Leverkusen. 3 von 4 Verteidigern dort mit Gelb jetzt. Cuenca halt, ne, weil angeschlagen, nicht komplett fit. Nicht, dass er da irgendwie mal ein Stückchen zu spät kommt und dann halt leider gelb-rot sieht. Muss er aufpassen. Ich meine, Ibanez steht bereit, aber würde gerne mit Cuenca zu Ende spielen. Würde auch sehr gerne das 3-0 sehen. Das wäre auch richtig schön. Jetzt erstmal wieder Leverkusen. Unten war gerade echt viel Platz. Zum Glück hat Leverkusen das nicht gesehen. Ja, machen wir mal vorsichtig in die Zweikämpfe. Auch Joachim kommt vorbei an Gruppe. Svinnen versucht's, kriegt den Ball aber leider nicht. Uster, oh, der Neuzugang und wieder Glück. Oh, Alter, Jungs, was macht ihr denn bitte? Starkes Solo von Joachim und dann von Uster. Und dann haben wir das Glück, dass der Ball an den Pfosten geht. Zweimal, glaube ich sogar. Ich glaube, der coole Ball am Ende ging auch an den Pfosten. Ich werde Goretzka reinbringen für Schnitzer. Stuttgart 2-1 im Übrigen. Aber ich glaube, das interessiert momentan noch gar nicht. Thomas mit dem Eckball von rechts. Fabio Silva und der Ball ist drin. Svinnen. Starke Parade noch kurz von Trapp nach dem Kopfball von Fabio Silva. Der ziemlich flach, glaube ich, gerade kam. Gucken wir nochmal drauf. Also Kopfball von Fabio Silva kommt flach, dann starke Parade von Trapp. Aber Svinnen steht halt eiskalt vor ihm und ja, macht ihn dann auch eiskalt rein. Sehr nice. Doppelwechsel bei Leverkusen, Amiri und Luke Bakio kommen rein. Für Stando und Zaracho. Sehr nice. Und der nächste Eckball, Dilrosun. Wieder lang und wieder tief. Oh nee. Schon wieder Aluminium. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Konter läuft. Uster. Kommt er vorbei? Nee, erstmal nicht. Bringt den Ball in die Mitte und dann ist die Szene vorbei.
Mensch, wie viele Alu-Treffer halt von beiden Mannschaften hier in diesem Spiel. So, ich werde wechseln, werde Curtis Jones auf die linke Seite reinbringen, dafür geht Dilrosun auf rechts. Mendes leider heute nicht so überragend. Alexa kommt rein für Bark, den wir dann leider nicht auf Gelb-Rot gezwungen haben. Hat aber auch, Alexa hat auch sofort wieder Gelb. Oh, 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 schöner Ball, schöner Ball. Jones! 4-0. Sehr schön. Ja, was ich gerade sagen wollte, Alexa hat auch sofort die gelbe Karte gesehen, der Innenverteidiger, der neu reinkam. Und Eichinger mit der Vorlage, schöner Freistoß auf Jones. Ich meine, Eichinger kann ja die Freistöße, ne? Nice gemacht. Und wir werden dieses Spiel gegen Leverkusen gewinnen und das sehr verdient. Sardella kommt nochmal rein für Cuenca. Geht mal kurz als Innenverteidiger rein, damit er selbst ein bisschen Spielpraxis bekommt und Cuenca bloß nicht gelb-rot bekommt. Auch wenn ich glaube, dass er sich ja zusammenreißt. Aber sehr, sehr nice. Gutes Spiel von uns. 4-0. Endlich auch mal die Tore gemacht. Fabio Silva hat ein Tor gemacht. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Sehr nice, Jungs. Sehr, sehr nice. Bin sehr glücklich mit dieser Partie. Puh. Swinnen. In 5 Einsätzen müssten wir 1,5 Millionen zahlen. Weil er dann seinen 20. Einsatz hat. Puh. Aber gut, Swinnen spielt bisher auch gut und stark. Gerade sein erstes Saisontor gemacht. Ich bin weiterhin sehr glücklich, dass wir ihn haben. Und seine Werte gehen weiter hoch und hoch. Und er ist erst 19 Jahre alt, ne? Er ist auch gerade erst 19 geworden, sehe ich gerade. Junge, Junge, ey, was für ein Talent. Da hat sich das echt gelohnt, so viel Geld für ihn auszugeben. Und Dilrosun, auch starkes Spiel von ihm, muss man natürlich sagen. Hoffentlich kommt dann noch mehr. Würde mich sehr freuen. Aber ich glaube, man kann heute wirklich deutlich zufriedener sein als in der vergangenen Partie. Klar, das 0-0 gegen Bremen, das war ein bisschen meh. Nächste Folge wird auch richtig schwierig. Lyon und dann Dortmund. Puh. Aber wir kämpfen, ne? Wir probieren, wir kämpfen und mal schauen, was am Ende bei rauskommt. Also, nächste Folge geht's weiter am Freitag. Bis dahin. Tschö.